Boah. So, jetzt seht ihr, mein Runner Geschwindigkeit plus 0,4, weil ich jetzt irgendwie Einheiten zerlegt habe, aber ich möchte jetzt erst eine andere Waffe nehmen. Das geht nicht. Und zwar gehe ich wieder auf mein Dings zurück. Jawohl. Und dann gucken wir mal, wo wir noch eine Nebenmission haben, nämlich hier. Und paf, paf. Boah. Was war das? Ach, da steht eine Kiste, Dings. Ein Fass, ein brennendes Fass stand da. Warum konnte ich jetzt nicht abspringen? Jetzt. Ein paar Dinge müssten erledigt werden, doch leider liegen sie außerhalb der Autorität der Republik Erde. Wir müssen diese Daten löschen. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Komm doch, komm doch. Toll, hätte ich das gewusst, denn... Da hinten ist wieder ein Arkfall. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt erstmal unsere Mission hier zu Ende. Ah, jetzt ballern wir nur sinnlos rum, das bringt nichts. So. Ach, da kommen direkt die nächsten. Übrigens gibt es hier auch sowas wie Arati-Becken oder aus WoW, also so PvP-Zonen, wo man gegeneinander PvP machen kann, hatte ich auch vergessen zu sagen, dass es sowas natürlich auch gibt. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber diesmal bin ich es. Flottämchen. Nix umzingeln, ich bin fertig hier. Vernichtet sie alle! Und tschüss. Im Übrigen, glaube ich, haben wir auch eine
Ego-Fertigkeit bekommen wieder. Einen Punkt, den wir investieren können. Gucken wir doch mal gerade nach. Siehste, einen haben wir. Was nehmen wir denn da? Was hatte ich denn da? Genau, Gefechtsbonus. Plus 1% Drop-Chance auf gute Items. Natürlich nehmen wir die und upgraden. So. Eben auf der Karte gucken, wo wir hinwollen. Also hier sind wieder Arkfälle, seht ihr das? Oh, da sind aber jede Menge. Komm, lassen wir uns nicht lumpen. Da wollen wir hin. Das macht Spaß. Ab dafür. Obwohl wir hier auch noch einiges zu tun haben. Ich hoffe nicht, dass wir uns jetzt total verfahren haben. Meine Hellbug-Freunde. Ja, ja. Lange haben wir keine Hellbugs mehr gehabt. So, also, wir benötigen den Squids. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf! Wo ist die Verstärkung? Wie ich die hasse, die Schuhverkäufer. Hä? Bin ich hier alleine oder ist mein Kollege jetzt? Wo ist denn der hin? Hat uns noch erwischt. Mann! Na klar, jetzt kommen die auch noch. Come on.
seht schon, wenn weniger Spieler da sind, dann macht das nicht so viel Spaß, ne? Wie jetzt hier. Zwei, drei Leute, dann... Und das war ja eigentlich im Allgemeinen das Problem in Rift, fand ich persönlich. Wenn man die Anfängergebiete durch hatte und man hatte irgendwann mal einen neuen Charakter gestartet, da war da so wenig los. Und alleine Rift zu schließen, hat einfach keinen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass das nicht genau hier dasselbe Problem von Rift wird. Dass irgendwann mal, wenn man das Spiel spielt, den zweiten oder dritten Charakter anfängt und alleine durch die Gebiete geht, man alleine die Dinger da schließen muss. Wie gesagt, ich sehe Defiance einfach nur als Fun-Shooter, wenn man mal zwischendurch mal einfach mal nur ein bisschen rumwild drumherum ballern möchte. Kein Tactical-Shooter, sondern Borderlands. Oder im Vergleich mit Borderlands sehe ich es als Borderlands an. Auf den Schuhverkäufer. Ich sehe ihn hier. Der muss weg. Die Rücken unserer Kollegen wieder aufgehoben oder Kollegin in dem Falle. Es ist immer wichtiger, als selbst Punkte zu machen und den Schuhverkäufer ins Visier bekommen. Nichts ist... Auch wenn dem einen oder anderen vielleicht nervt, dass ich andauernd sage Schuhverkäufer, Schuhverkäufer, wenn er selber mal Defiance spielt, werdet ihr merken, wie ätzend die Dinger sind. Wenn man wirklich festgetackert an der Wand, an der Erde ist und kommt nicht von der Stelle und dann ausgerechnet in dem Moment stirbt, weil man nicht weglaufen konnte. Total ätzend ist das. Mal gucken, wo andere Kollegen sind. Sind noch da vorhanden. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf! Skrit, skrit, skrit.
Ressourcen sind wichtig. Es gibt auch eine Art Crafting-System hier, können wir uns gleich auch mal angucken. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, beziehungsweise habe ich es noch nicht rausgefunden, wie man hier craften soll oder was man hier craften soll. Aber anscheinend scheint es ja mit implementiert worden zu sein. Können wir uns später mal angucken. Manchmal nervt die Bewegungsunschärfe auch wirklich. Ist das jetzt ein Mutant oder einer von uns? Ne, einer von uns. Stirb, du Krieger. Helber Krieger. Man merkt schon wieder, es werden mehr Spieler und die Gegner werden wieder stärker und nicht mal eben so wegzukapseln. Wir sollten noch mal ein bisschen auf das Portal hämmern. Jede Menge Squids. Sollten mal schauen, dass wir gleich auch eine andere Waffe bekommen. Nämlich einer, der die Viecher auch mal fesselt. Das ist Kacke Manjaro. Dass ich in Bedrängnis gekommen bin. Ich glaube, wenn die mir jetzt nicht geholfen hätten, dann hätte ich mir die Hellwachs von unten angucken können. Dafür arrangiere ich mich wieder. Oder arrangiere mich mit dem Schuhverkäufer. Haben wir jetzt hier wieder eine Pumpe. Ich mag die Pumpen nicht. Guck mal, wie lange man da drauf schießen muss. Gleich bei Zeiten wechseln die Waffe. Das mache ich jetzt mal eben. Ich kann mit der Waffe nicht spielen. Jetzt.
zersetzt und zerrissen. Weil wir wieder nicht wegkamen wegen dem Schubfocker. Aber das ist ja das, was ich immer sage, ne? Wenn du nicht wegkommst und dann stirbst. Guck mal, er hat die ganze Zeit schon die Schuhe an, ja? Ich hoffe, die richtige Schuhgröße. Warum bin ich jetzt gerade hier Fokus? Das verstehe ich auch nicht. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf! Hier sind der Hellbach-Träger offenbare Schwachstellen. Da hat es mich schon wieder zerrissen. Hoffentlich weckt mich jetzt hier einer auf, sonst ist für mich hier die Partie gelaufen. Aber so ist es. Guck mal, alle anderen spielen hier ganz ruhig vor sich hin und keiner hilft. Schreiben wir mal Hilfe. Aber es scheint keinen zu interessieren. Tja, so ist es. Dann müssen sie alleine weiterkämpfen. Man ist zwar nicht ganz so weit weg, aber wie gesagt, traurig und schade schon. Wenn die anderen einfach nicht helfen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo es war. Da unten. Er hat uns im Target, jetzt hauen wir nämlich ab. Ja, war okay. Aber wie gesagt, Entschuldigung, die anderen, die helfen einfach nicht.